Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich wollte euch nur in einem kurzen Video die Infos geben, die wir bisher haben über die Patch Notes vom neuesten Update. Wir haben 14 GB bekommen. 14 GB, wie Haptic bei Twitter gerade gesagt hat, ist fast das gesamte Spiel am Anfang gewesen. Es ist absolut heftig, wie groß diese Updates mittlerweile sind. Und wenn man bedenkt, dass wir heute, es ist Montag, noch nichts Neues dabei haben, es sich nichts geändert hat, kann man durchaus zu Recht fragen, was das soll. Aber es gibt ein paar Infos, die haben wir soweit schon bekommen, die möchte ich euch gerne geben. Zum Ersten, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Hijacked wird ab morgen 19 Uhr, nämlich Dienstags 19 Uhr ist die Zeit für die Updates, in Blackout spielbar sein und kurz danach auch im Multiplayer. Hijacked kennt ihr, glaube ich, alle. Ist in Black Ops 3 remastered worden und haben wir jetzt dann wieder mit drinne. Dazu ist in eigene Spiele jetzt Seaside und Firing Range, die beiden neuen Versionen, mit reingenommen worden. Ihr könnt das also auch privat mit euren Jungs, Mädels und Bots spielen, wenn ihr Lust habt. Ebenfalls mit reingenommen sind Waffenpatches, unter anderem auch die Titan. Es ist hier aber noch nicht ganz klar, was geändert wurde. Diese Info haben wir leider noch nicht. Dann müssen wir bis morgen 19 Uhr wahrscheinlich abwarten, bis die Patchnotes offiziell da sind. Es wurde bei den eigenen Spielen ein Reiter DLC-Packs bei den Karten mit reingetan. Das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass wir demnächst DLC-Karten bekommen. Höchstwahrscheinlich, nachdem die Season abläuft. Wir haben aktuell Operation First Strike. Das nächste, was kommen wird, wird mit Sicherheit irgendeine andere Operation sein, wo es dann auch eine DLC-Karte oder verschiedene DLC-Karten gibt. Da haben sie die Vorbereitung jetzt schon mal getroffen, dass man die dann in eigene Spiele auch spielen kann. Ebenfalls können wir jetzt endlich wieder im Kinomodus unsere Spiele angucken. Aufgrund des letzten Updates und einigen Fehlern, die sie dabei hatten, was für eine Überraschung, Black Ops 4 mit Fehlern, haben sie irgendwie dafür gesorgt, dass Spieler in Kinomodus ihre Spiele nicht mehr ansehen konnten. Das hat sich jetzt mit dem Patch geändert. Das heißt, sobald ihr jetzt wieder online seid, der Server spinnt gerade, der PlayStation Network Server, könnt ihr eure letzten Spiele wieder ansehen, könnt eure favorisierten Spiele wieder sehen und. Das ist absolut interessant, weil... Ja, ich zum Beispiel musste jetzt noch ein altes Gameplay hier raussuchen, weil ich aktuell nicht auf die PlayStation zugreifen kann, wegen den Serverproblemen. Und was man nicht abspeichern kann, das hat man nicht. Deswegen gut, dass sie das mit dem Kinomodus jetzt hingekriegt haben, es wurde auch Zeit. Ansonsten haben wir, wie gesagt, Waffenbalancing. Ich hoffe, dass die Titan jetzt endlich mal mehr als nur einen Nerf in Sachen Hüftfeuer bekommt. Nämlich, dass aus der 3-Schuss-Waffe vielleicht eine 4-Schuss-Waffe wird mit mehr Rückstoß. Dazu soll es eine neue Waffe morgen geben. Es ist noch nicht bekannt, welche Waffe das wird. Da müssen wir leider abwarten. Es gibt nämlich nicht mehr Infos als das, was ich euch bisher rausgehauen habe. Ich hoffe, ihr konntet damit erstmal leben. Lasst gerne ein Like da, haut gerne in die Kommentare, wann der VSET kommen soll. Es gibt leider noch keine Infos darüber, wir müssen abwarten. Also, warten wir ab, was morgen noch kommt. Das sind die Updates, die wir bisher haben. Haut rein und ciao.